Gereiste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Action for free. Hallo miteinander, jetzt zum Teil 2 bzw. zur kürzeren Auswertung. Und zwar das vorhergehende Video ist halt, wie ich das alles gemacht habe und so, das ist aber alles ziemlich unübersichtlich. Viele werden dann immer noch denken und sagen, was ist ja egal, pass auf, das Wichtige ist, diese Zustände 2, 3, dass quasi ein Modul komplett beschattet ist oder bei beiden jeweils die Hälfte, das ist etwas unrealistisch, das ist wie das Handtuch, das von der Lufthansa immer runtergeflogen kommt. Und deswegen kommen die Leute auf die falschen Werte hier. Ne? Mit dem Lufthansa-Handtuch stimmt das, was die sagen. Wenn ja aber die Realität, dass eben ein paar Blätter drauf liegen oder was auch immer, ne, dann reden wir hier von 180% mehr Power bei der Parallelverschaltung. Im Real Life gemessen, mit billigen Modulen etc. Wir haben bei dieser Handtuchmethode verliert die Schaltung, weil eben hier die Spannung auch ziemlich gering ist. Also wir haben nur 5, 6 Volt, seht ihr ja, meistens nur 3. Und die Dioden haben schon 0,2 Volt Abfall. Wenn ihr Module nehmt, also das realistisch macht, große Module mit 20, 30 Volt, dann sind 0,2 Volt ein Fliegenschiss. Hier macht das schon immens was aus, deswegen verfälscht das ein bisschen die Werte. Aber hier seht ihr selbst mit Diode 200, fast 200%, 180% mehr Power, wenn eben Blätter, Kleinigkeiten auf eure Module gehen. Wir gehen jetzt mal in den Aufbau. Hier ist nochmal der Aufbau. Ich mache das jetzt gleich mal so. Was halt auch noch wichtig ist, die ersten Angaben in der Tabelle, wo ich die Module nicht nah genug hier dran hatte, das verfälscht halt auch wieder ein bisschen das Ergebnis. Ne? Also wichtig ist nur die volle Budemessung, sage ich mal, wo ich eben hier noch das Ding drunter getan habe, um noch näher ranzukommen. Ja, und dann, mein Fehler war in dem vorherigen Video, dass ich eben so bedeckt habe und so. Ne, so, das ist ja der Ausfall von einem Modul. Das ist ja unrealistischen Beschattungszwecken, ne? Sagen wir, wenn es so beschattet ist, das ist meistens Schnee, ne? Das sag ich mal, unten Schnee drauf liegt oder so. Gut, da kommt halt nichts, ne? Das kannst du vergessen. Aber das Wichtige, was ich seit 10 Jahren predige, ist diese Version, dass eben nur von einem Modul die Hälfte beschattet ist. Ich hoffe, ich konnte euch das jetzt, ich kann das irgendwie nicht besser erklären und zeigen, keine Ahnung. Ich könnte jetzt das Ähnliche, was ich euch jetzt nochmal machen will, das ist jetzt die Parallelverschaltung. Jetzt sind die Parallelverschaltungen, ich mache das jetzt mit euch nochmal zusammen. Und hier gehen wir auf die 50 Ohm. Ne? Jetzt haben wir die 50 Ohm Vorwiderstand, Lastwiderstand. Und wir gehen nochmal rein. Und messen jetzt einfach mal, einfach mal ohne, dass irgendwas dran ist. Das bestätigt ungefähr die Messung. Es war bei 3,6 Volt und 740 Milliampere. Wie gesagt, da ist aber ihr müsst ja die Dioden, ne? Das ist halt hier immens, was die hier reinballern, weil das so wenig ist. Und wenn ich jetzt eine kleine Verschattung mache, ne? Einfach mal hier so, zack, mal eine kleine Ecke. Ja, also hier einfach der Hälfte ungefähr, nicht immer. 3,4 Volt und 70 Milliampere. Ne? Ich mache es jetzt nochmal so, das sieht man wieder nicht. Ne? Ich düse jetzt mal hier weg. Also das ist kaum Unterschied, ne? Bei der Parallelverschaltung. Das ist das, wovon ich rede. Wir haben es minimal, wird halt das, was abgedeckt wird, das wird prozentual eben abgezogen. Ganz einfach. Und jetzt klemme ich nochmal um das letzte Mal und zeige euch mal die Reihenschaltung. Also ich weiß nicht, wenn wir jetzt, pass auf, das können wir ja mal schnell ausrechnen, 3,7 Volt mal die 74 Milliampere, was ist nicht ganz so genau, machen 74, ne? Sind 0,27 Watt, Moment. So, die 0,27 Watt normal. Und jetzt decke ich das ein bisschen ab. Ne?
Wir rechnen nochmal, da haben wir jetzt hier 3,3 Volt mal 0,0665. Da sind wir bei 0,22, machen wir mal, runden wir mal auf. Also wie wir sehen, bei der Parallelverschaltung, wenn wir jetzt hier ja, Blätter drauf fallen oder irgendwelcher Müll, ein Vogel drauf kackt oder irgendeine Scheiße, dann hätten wir in dem Fall jetzt hier 0,05 Watt Verlust. Wobei, ich habe jetzt auch schon ziemlich viel abgedeckt. Wir könnten ja mal den Vogelschiss imitieren, quasi hier nur so eine kleine Ecke. Okay, sind wir bei 3,2. Okay, es ändert nicht sehr viel, ne? Okay, so, also, wir haben 0,05 Watt Verlust, wenn ich bei der Parallelverschaltung eben hier in μ abdecke. Nicht ganz abdecken, das verfälscht eben die Werte. So, jetzt lämme ich das nochmal um und dann vergleichen wir das mal mit der Reihenschaltung. Und da wird es sich auf den Fußboden hauen. So, ich habe es mal auf Reihe umgeklemmt. Und wir haben 200 Ohm Vorwiderstand im Normalbetrieb ohne irgendwas jetzt im Weg. Da haben wir 6,1 Volt mal 0,31. Das machen wir aus wegen Temperatur. Das sind, ihr seht das ja auch schon wieder, ne? Wie gesagt, habe jetzt nur umgeklemmt und wir haben noch die Diodenverluste, was ich im ersten Video gesagt hatte, dass wenn ihr größere Module habt, wird es noch viel besser. Weil jetzt ist der Diodenverlust, gerade die 0, die Spannung extrem scheiße. Ne? Normal ist die Spannung uninteressant. Beim Diodenverlust in dem Fall ist aber interessant, weil die Eingangsspannung so gering ist. So. Also im Normalzustand haben wir bei Para 27 Watt und hier 0,27, Mensch, und hier 0,19, jetzt mal grob aufgerundet. Und jetzt machen wir dasselbe, dass ich wieder das Modul nehme, das hier so ein bisschen drüber, ne, mit halbe, nicht mal halbe Viertelmodulbestand, also so Blätter da, ne, wie man das nur. So, machen wir hier zu, dass ihr was seht, schalten wir ein. 5,7 und 29 mA, das geben wir jetzt mal ein. 5,7 mal 0,0 28,9 sind es jetzt, na gut. Da sind wir bei 0,16 Watt. Ne, und 0,16 zu 0,22, wie gesagt, da ist noch der Diodenverlust, das wären bestimmt fast 0,3, das wäre dann die Hälfte. Nur mal so. Also, ne, und davon rede ich seit 10 Jahren. Guckt euch doch nochmal mein PV-Manifest an, da habt ihr nochmal Ausrichtung und alles mögliche, alles was noch dazu gehört, ne, das ist nur ein kleiner Nachtrag hier. Und für unsere ganz schlauen Leute, ich habe das vor 10 Jahren gemacht, Leute. Ich bin autark. Ihr braucht mir nicht erklären, dass ich hier irgendwas... Ich mache das, um euch das zu zeigen. Ne? Und ihr braucht nur nicht schreiben, test mal das noch, test mal das noch. Ich teste nichts mehr. Für mich hat sich das hier beendet. Ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Wenn, testet selber, so ein Modul könnt ihr euch hier kaufen. Irgendeine LED oder einen Bauscheinwerfer drüber, 2 Millimeter. Den richtigen Widerstand vorher berechnen, jeweils anhand der Leistung eurer Module, ne? Uri, könnt ihr ausrechnen, welchen Widerstand ihr braucht und fertig ist der Nack. Ne? Bitte braucht ihr mich nicht mehr. Und für alle Abschreiber, die das ja jetzt dann kopieren, weil sie mitkriegen, hey, 200% ja, mehr, ne? Könnten wir jetzt auch, haben wir ja schon immer so gemacht, wussten wir schon immer, mein Name wird natürlich nicht erwähnt, die ganzen Anlagen, 90% in Deutschland, alle in Reihe geschalten, alle falsch, ne? Ich habe recht, hier habt ihr nochmal einen Messbeweis, ich weiß ja schon die ganze Zeit, ne? Hier ist es PV, ich bin ja schon die längere Zeit autark, es glaubt halt nur keiner, weil alle den Dünnschiss loben. Und das Lustige ist, ihr werdet sehen, jetzt werden sie dann alle auf Parallel umschwenken und die wussten das schon immer. Und haben es schon immer so gemacht. Und der Action ist ein Rindvieh. Ne? Der, hat das, ne? Der wird nicht erwähnt. Werdet ihr sehen, hier die ganzen USB-autarken Arschlöcher. Die machen jetzt dann Videos über Parallelverschaltung. Ne? Wo sie mich 10 Jahre lang dumm gemacht haben. Naja, wisst ihr was? P
bleib dumm, ich zeige solche Sachen nicht mehr, das sind 200%, da geht noch vieles mehr und ich habe noch viel mehr Sachen. Ich habe einiges gezeigt, ich wurde nur in den Arsch getreten, ich wurde immer als dumm hingestellt und sonst was, wisst ihr was? Ihr kennt nichts selber, ihr könnt nur bei anderen Leuten abschreiben und das dann als euer Zeug verkaufen. Wisst ihr was? Ich liefere euch nichts mehr zum Abschreiben und dann geht es immer weiter bergab, die Verblödung. Ne? Es ist nun mal so, es wird nicht besser, die Welt ist ein Scheißhaufen. Tschüss.